Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Wir sind wieder zurück in unserem Schiff und wir gehen gleich mal unten den grünen Planeten untersuchen, indem wir letztes Mal diesen seltsamen Dungeon gefunden haben. Diesmal gehen wir aber in die andere Richtung und schauen mal, was uns da so erwartet. Schon mal ein Gegner, der uns schon mal schön Damage macht. Und ich muss ganz kurz die Aufnahme kurz mal neu starten, Moment schon. Jo, da sind wir auch schon wieder. Jetzt sollten die Frames schon wieder besser sein. Ne, sind sie nicht. Okay. Oh, eine Truhe. Hätte ich fast übersehen. Ein Kackhammer. Nö, brauche ich nicht. Truhen habe ich, glaube ich, auch mehr als genug. Wir gehen erstmal hier oben erkunden. Geh weg. Was auch immer du bist. Achso, 3 wäre der Bogen. Okay, weg. Sehr schön, habe ich. Mal schauen, ob wir hier auch noch was, irgendwie so ein Dungeon oder sowas finden. Lol, Schollbauch, Eine Eiswelt. Okay. Sind wir wohl auf der dunkleren Seite des Planeten, wo die Sonne nicht allzu oft hinscheint. Und da ist ein bisschen kälter. Auch dies wird leider wieder nur eine kürzere Folge von Starbound. Einfach aus dem Grund. Was war denn das? Meteoritenhaar? Sternschnuppen? Denn momentan habe ich kaum mehr Zeit, um irgendwie gerade auch etwas aufzunehmen. Deshalb wird das hier einfach eine kurze, knackige Folge. Ich hoffe, das gefällt euch. Ist nicht leider das, was ich euch wirklich geben will. Aber es kommt dafür alles auf jeden Fall ab nächster Woche, denn dann habe ich Ferien. Dann wird richtig schön gestreamt, also das kann ich jetzt schon sagen, dass da so richtig gestreamt wird. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Mein Streamlink übrigens ist immer in der Beschreibung, das ist immer da. Ich schau mal kurz, was ich hier überhaupt verbaue. Obsidian, das sollte ich vielleicht nicht verbauen, glaube ich mal. Ich weiß nicht, wie wert das ist. Cobblestone würde ich jetzt lieber verbauen. Oder Holz, ja komm, ich verbaue Holz. Habe ich eh genug. Ich will wissen, ob hier oben irgendwie etwas ist. Dass das hier irgendwie von hier oben kommt, wisst ihr? Was ich meine. Ich kann das ja hier. Boah, was? Okay. Ich könnte theoretisch auch Sonne nehmen, ne? So, theoretisch. Okay. Nur theoretisch. Moment, bevor ich das hier verbaue, was ist das? Corruptor Block. Ja, keine Mann. Ah. Könnte es sein, dass da oben irgendwie etwas ist. Geht weg. Ah, Moment mal. Hehe, da kommt gerade was in den Sinn. Und zwar, wenn ich jetzt hochgehe nochmal und mal in den Tag gehe, habe ich hier noch einen anderen Rucksack, wo ich die ganze Kacke drin habe. Ah. Genau, das habe ich gesucht. Moment, wie viele gehen hier eigentlich weg? Ah, das sind immer 4. Kann ich das nicht hier verkleinern? Schauen wir nicht. Egal. Es ist für die Forschung. Man kann auch einfach gedrückt halten lassen. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ah, Sprung schaffe ich. So, ich will mich jetzt mal hochbauen, einfach aus Prinzip. So. Ich meine, es muss eigentlich was heißen. Okay, jetzt ist es weg, der Sternschauer. Aber trotzdem, was passiert, wenn ich mich hier hochbaue? Da kommt ein Gegner. Ja, dann kommen Gegner. Mehrere. Gut, okay. Versuchen wir das halt nochmal erneut und diesmal ohne diesen Touristen zu erklimmen. Weg. Oh ne, gut. Lass ich dich da. Ich bin nicht schneller. Ha.
Auf jeden Fall habe ich vielleicht vor, mein bisschen mehr so E-Sport-Spiele zu bringen und versuchen, da ein bisschen besser zu werden. So in Counter-Strike und StarCraft. StarCraft werde ich am nächste Woche wieder aktiver spielen. Das habe ich sonst ja, habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Seit dem letzten Season-Lock habe ich es nicht mehr angerührt. Außer ab und zu mal Team-Game oder so. Aber halt nicht wirklich von uns trainiert. Ja, wir wollen ja mal irgendwann mal noch ein Pro werden. StarCraft oder sonst wo, mal schauen. Oder in YouTube, und darin habe ich da meine kleine coole Community. Und auf Twitch. Das ist das, was ich eigentlich geliebt hätte. Da eine coole Community auf YouTube und mit Stream auch eine coole Community. Das war eigentlich mein Traum, sage ich jetzt mal. Da eine coole Community aufbauen und Spaß mit denen haben. Spiele spielen. Spaß haben. Alles, was dazu gehört. Ausrasten. Ja, sind wir mal gespannt. Vielleicht weiß jemand von euch, was dieser Sternhagel zu bedeuten hatte. Ich weiß nicht. Was? Death? Nein, kein Death zu mir. Ich brauchte Sicherheit von diesen Monstern. Ich wollte mir die scheinbar nicht geben. Dann müsste ich jetzt sterben. Und ich lege mich in euer Bettchen, nachdem ich euch brutals ermordet habe und eure Leichen wahrscheinlich noch auf dem Flur liegen. Lege ich mich ins Bettchen, schlafe erstmal eine Runde, damit ich mich wieder heile. So, dann durchsuchen wir hier. Okay, die haben hier nicht wirklich was hinsetzen. Buhu. Weg. Ah. Ich habe wieder mal richtig Bock, irgendeine Montage zu machen aus von irgendeinem Spiel, aber ich weiß nicht welches. Battlefield, ich hätte richtig Bock auf eine Montage, aber da spiele ich momentan so schlecht, echt, als hätte ich erst gerade angefangen mit dem Spiel. Ich treffe nichts. Und das ist wieder dieser Sternschauer. Vielleicht ist es einfach, ja, Sternschauer. Mehr nicht. Gibt ja auch noch Meteoritenschauer, habe ich auch schon mal erlebt. Also, ich glaube, war sogar in einem Let's Play, könnte sein. Ich spiele das Spiel irgendwie sonst nie, muss ich echt gestehen. Ich spiele das wirklich nur in Let's Plays irgendwie. Sonst zocke ich das kaum irgendwie so. Und ja. Da unten sehe ich Licht. Da ist ein Dungeon. Ich will jetzt nicht sterben. Geh weg, du böse Ding da oben. So. Lass mich in Ruhe. Das scheint wieder so eine Kanalisation zu sein. Ah, das ist die Kanalisation. Ah, ich bin nur mit Planeten gelaufen. Haha. Ja. Ja, genau bin ich. Hier war die Toilette. Okay, dann haben wir das Geheimnis dieses Planeten gelüftet. Ja, und zwar hat dieser Planet nicht allzu viele Geheimnisse. Das einzige Geheimnis, was dieser Planet hat, ist, dass eine Kanalisation hat. Und ein paar Bösewichte, die aber tot sind. Das ist also die Moral von der Geschichte und von diesem Planeten. Gut. Umsatz Fitzecke. Höh. So, und hier nehmen wir noch mal das Ding mit. Kohle. Das, also das ist einfach Stein. Und dann porten wir uns wieder nach oben. Und schauen, ob wir auf dem nächsten Planeten irgendwie das Besseres finden. So, mache ich das hier zu Fuel. Und dann reisen wir zum Mond. Ja, der ist nicht allzu weit entfernt. Und da glaube ich sogar da hinten. Okay, aber wir fliegen erstmal mit Lichtgeschwindigkeit in eine andere Richtung. Okay, die Distanz im Universum sind auch riesig, ne? 3D. Ne, Tech. Pulse Jump habe ich. 3D Printer. Ah. Okay. 1500 Pixels kostet der. Werde ich mir wohl noch machen. Und sonst brauchen wir hier eigentlich nichts mehr. Und wir kommen an.
könnte kaum erwarten. Da waren wir vorhin, da hinten. Jetzt sind wir alles in die Richtung geflogen, kamen da wieder rum und sind jetzt auf dem Mond. Und hier werde ich wohl ersticken, glaube ich, oder? Nee, doch. Mist. das ist nicht so gut. Oh. Hoho, ich sollte vielleicht auch wieder mich wieder hoch teleportieren können, wenn es kritisch wird. Eine Kiste. Oh, ich werde hochgehen. Okay, ja, dann bringt das bei diesem Fall sowieso nichts. Wir werden eh nur ein Kackschwert drin. Von daher gehen wir lieber Kentland. Nee. Forest. Oh. Find random. Okay, kein Plan, wo ich jetzt hingegangen bin. Oder hingedrückt. Auf jeden Fall finden wir jetzt einfach einen random Planet. Kann ich eigentlich auch schießen, nee, ne? Piu. Weil ich meine, die haben ja alle eine Laserkanone. Ich will die nutzen. Ich will. Schokolade könnte ich mal kaufen, aber nee. Business im Produzieren, aber. Was ja eigentlich schon fast kaufen. Hier brauche ich eh nicht. Kannst du hier reinpacken? Brauche ich auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Das brauche ich alles nicht. Das ist eigentlich alles nur dekorativ. Ja. So, wo sind wir jetzt? Oh, wir sind da, wo ich hin wollte. Nee, nicht Warp Home. Auf zu diesem Planeten. Ja, das sieht schon mal ein bisschen freundlich aus. Die Gravitation ist nicht allzu hoch. Das ist Sand, okay. Das sieht aus wie ein Pokémon. Die sehen noch mehr aus wie Pokémons. Nein, wollte ich nicht, sorry. Jetzt häng ich fest. Ist ernsthaft? So, danke. Oh, da war Kohle. Kohle brauchen wir doch. Brauchen wir als Antrieb für unser Raumschiff. So. Der hat nichts mitbekommen, dass wir seinen Artgenossen abgeschlachtet haben. Das ist gut. Die sind nicht süß. Boah, das sind coole Palme. Oh, geht weg. Cool. Pixels 50 habe ich gekriegt. Durch das, dass ich diese Dinge gebaut habe. Kriege ich hier auch irgendwie etwas? Wie selteneres Holz. Strange Seed. Ja, seltsamer Samen. Oh. Sieht aus wie, wie ist es noch gleich mit Z, da der Hund, der Blitzhund. Zubat, nee, Zubat, ja. Nee, Dings. Irgendwas mit Bolt, glaube ich. Zubat. Kein Plan mehr, ist, glaube ich. Pokémon-Fans wissen, welchen Hund ich meine. Ich kenne mich mit den Namen nicht mal so gut aus. Früher wusste ich alle Namen. Wir hatten so ein Poster mal zu Hause, als ich noch klein war. Da wusste ich alle Namen auswendig nach der Reihe von jedem Pokémon. Ich meine, what the fuck? Ah. Von der ersten Generation war es noch. Das war mal recht cool. Aber ja. Okay, weg. Ah, richtig. Gut, dich habe ich hoch. Okay. Karotten oder Chilis? Chilis.
So, bevor wir jetzt aber zu weit gehen, würde ich aber sagen, ich werde diese Folge vorerst beenden. Aber hier finden wir gleich noch den nächsten Dungeon. Und bevor wir den hier betreten, komm, stirb. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss, geh weg, kaufen. Geh zurück in dein Scheißhaus. Tschüss.